In diesem Video sprechen wir kurz über DeFi, also dezentralisierte Finanzdienstleistung. Schauen uns an, was das ist, welche Risiken damit verbunden sind, was es für mich bedeutet und wofür man das überhaupt braucht. Was ist DeFi? DeFi ist ein Akronym und steht für Decentralized Finance. Es bezeichnet also dezentrale Finanzdienstleistungen wie zum Beispiel Kreditvergabe, Kreditverleih, Kreditaufnahme, dezentrale Börsen, die mittels Smart Contracts, DApps und Blockchain-Technologie realisiert werden und somit alle Mittelsmänner eliminieren sollen. Diese Technologien, die unter dem Begriff DeFi zusammengefasst werden, können wie Lego-Bausteine aufeinander aufgesetzt werden. DeFi wird daher in der Kryptoszene auch gerne als Money Lego bezeichnet. Warum brauchen wir DeFi? Das traditionelle Finanzsystem ist zentralisiert. Diese Zentralisierung sorgt für eine ungleiche Verteilung des Wohlstands. Außerdem sorgt die Zentralisierung für finanzielle Exklusion, weil zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund verschiedener Kriterien von dem aktuellen Finanzsystem ausgeschlossen werden können. Einerseits benötigen wir vollstes Vertrauen in die Funktion der zentralen Institutionen. Andererseits arbeiten diese auch völlig intransparent. Das traditionelle Finanzsystem ist also permissioned. Das heißt, man benötigt besondere Rechte, um darauf zugreifen zu können. Es ist intransparent. Man benötigt Vertrauen in die zentrale Instanz. Und es gibt Restriktionen, die zum Beispiel verhindern, dass man in bestimmte Assets oder Vermögenswerte nicht investieren kann. Wie geht DeFi diese Ziele also an? DeFi ist ein permissionless System. Jeder kann mitmachen, egal ob Mensch, vielleicht zukünftig auch Roboter oder Programm. Im Gegensatz zur Intransparenz des traditionellen Finanzsystems werden bei DeFi die Codes veröffentlicht. Das heißt, jeder kann diese Codes einlesen und prüfen. Damit entfällt das Vertrauen in eine zentrale Instanz. Man vertraut also auf den Code, der dann auf Fehler geprüft werden kann. Zusammenfassend lässt sich also sagen, the goal of DeFi is to reconstruct the banking system for the whole world in this open, permissionless way. Es gibt eine Vielzahl von DeFi-Produkten. Eine Auswahl davon finden sich auf der Abbildung rechts gezeigt. Dazu gehören zum Beispiel Protokolle zur Kreditvergabe, wie zum Beispiel MakerDAO, die Security-Token-Plattform Polymath, die ich in einem anderen Video bereits vorgestellt habe. Ähnliches gilt für die dezentrale Börse Fork Delta oder den dezentralen Stablecoin DAI, der versucht, ohne dass eine zentrale Instanz diesen ausschüttet, den Wert von einem Dollar zu halten. Hinzu kommt das dezentrale Wettbüro Augur, das ich dir hier oben noch einmal verlinke. Dort ist es möglich, ohne Restriktion auf so ziemlich alles zu wetten. Und dezentrale Identitätsdienstleister, wie zum Beispiel Civic. Und warum brauche ich persönlich jetzt DeFi? Wenn ich in DeFi investiere oder an dem DeFi-System teilnehmen möchte, behalte ich volle Kontrolle und volle Verantwortung über meine Assets. Ich, so wie jeder andere, habe freien Zugang zu allen möglichen DeFi-Produkten, in die ich investieren möchte und kann dabei höhere Renditen erzielen als im traditionellen Finanzsystem. Und DeFi ist weltweit und grenzenlos. Allerdings ist DeFi auch mit bestimmten Risiken verbunden. Zunächst einmal ist dort die Sicherheit des Codes zu erwähnen. Der Code ist zwar öffentlich einsehbar und wird über die Zeit geprüft, allerdings kann natürlich, bevor die Prüfung stattgefunden hat, ein Hack oder eine Hintertür eingebaut sein. Der Vorteil, dass ich die volle Verantwortung über meine Assets halte, ist natürlich auch mit einem gewaltigen Nachteil verbunden, denn nun bin ich selbst verantwortlich für das, was ich tue. Es entsteht kein Ersatz oder keine Haftung, wenn ich verschuldet oder unverschuldet meine Assets verliere. Zum Beispiel dadurch, dass ich meine Passwörter oder meine Keys nicht richtig gebackupt habe. Mit einher in diese Verantwortung geht natürlich auch, dass ich mich selbst up to date halten muss.
Ich muss mir das Wissen über den Umgang mit DeFi aneignen und eventuell muss ich auch noch den Smart Contract prüfen, in den ich investieren möchte. Und da DeFi ein relativ junger Finanzsektor ist, gibt es natürlich auch noch keine historischen Daten und Benchmarks, die etwas darüber aussagen können, wie nachhaltig die Entwicklung von DeFi eigentlich ist. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören.